Wenn die Aufzeichnung läuft. Ja, hallo. Schön, dass wir uns gefunden haben über Facebook. Danke, dass du mich angeschrieben hast, liebe Katja. Ich danke dir für deine Spontanität. Ja, ich mag das total gerne, spontan. Ja. Was machst du denn so? Mit was bereicherst du denn die Welt so? Sehr schön gesagt. Mein großes Thema ist, mach dich groß, kreiere dein Leben endlich aus dem Herzen. Das ist eine Botschaft, die mir wirklich am Herzen liegt, dass die in die Welt kommt. Darum arbeite ich als Speaker und als Coach und wohne am Bodensee. Wow, was für ein Thema. Das ist genau das, was die Gesellschaft jetzt braucht. Ach, da freue ich mich darüber, weil ich denke ehrlich gesagt, dass wenn wir uns selbst lieben und wenn wir endlich mal in unsere Größe kommen und wir waren, also oder wir sind ja pure Liebe eigentlich von Geburt an, Ja, dass ja. das wenn man zum Beispiel ein kleines Baby immer sieht, das ist total süß und pure Liebe und wir lieben es und das öffnet dann immer unsere Herzen auch so und wir lieben das so arg, so bedingungslos und so sind wir eigentlich. Ja, da Genau. dürfen wir uns wieder daran erinnern, was wir eigentlich sind. Licht und liebevolle Wesen und auch wirklich Schöpferwesen. Wir sind zuständig, was in unserem Leben passiert. Ja. Und wir sind diejenigen, die es auch jetzt ändern können, wenn unser bisheriges Leben nicht so verlaufen ist, wie wir das gern hättet. Weil natürlich haben ja alle unsere Erfahrungen gemacht, mal mehr, mal weniger, besser. Da sind Schicksalsschläge passiert, ja, die sind, aber an die alten Geschichten brauchen wir ja nicht mehr anknüpfen. Wir können ja sagen, so, vielen Dank, Geschichte, ich habe dich jetzt gehört, ich hab dich gelebt, ein Stück weit, aber jetzt ist Schluss damit, jetzt darf ich neu, weil ich bin Schöpferin. Ich kreiere mir jetzt ein super schönes Leben, so wie ich das haben will. Und das kann ich tun, jetzt sofort. Ja, aber wie machst du das, Katja, wenn dann so limitierende Sätze in deinem Kopf auftauchen wie Katja, du kannst das nicht oder andere Sätze? Wie gehst du damit um? Ja, das ist tatsächlich, ich bin nicht gut genug, war lange Zeit so ein Satz in mir. Der ist übrigens Und sehr weit verbreitet bei der ist Frauen. weit verbreitet, aber nützt trotzdem alles nichts. Er hat, wenn ich mir überlege, was der alles angerichtet hat, was der alles verhindert hat in meinem Leben, also kann man mal drüber nachdenken, was wäre ich denn ohne diesen Satz? Und der taucht da immer wieder mal auf. Nur habe ich natürlich jetzt Möglichkeiten, den abzuändern, weil ich bin Schöpferin. Ich kann mir den umschreiben in einen ganz wunderbaren, für mich dienlichen Satz. Und wenn der kommt, dann, ah ja, okay, dich gibt es auch noch, du bist also auch noch da. Ich wähle dich aber jetzt ab, ich lade einen neuen Satz ein und der heißt: Ich bin so, wie ich jetzt bin, wunderbar. Genau. Und dann habe ich diese Energie, dieses ganze Schwere habe ich umgeswitcht und mit dem kann ich dann weitergehen. Und das sind so Kleinigkeiten. Und sprichst du das öfter so Mentalsuggestionssätze am Tag oder? Also, wenn ich nur so eine Phase habe, wo noch wirklich, also ich weiß nicht, kennst du das auch? Es gibt ja, das Leben hat ja immer so Wellen. Da gibt es manchmal Vor allem bei Talsohlen, da ist Frauen. man mal mehr, mal weniger eben in diesem Loch. Wenn ich dann merke, ach, zeigt er sich schon wieder, dann schreibe ich mir dann auf den Zettel und hänge ihn an die Wand. Meinen positiven Satz. Denn es hat ja auch was mit Energie zu tun. Also diesen alten Satz, der kriegt von mir keine Energie mehr. Da gucke ich nicht mehr ran. Ich habe den einmal transformiert, einmal umgeschrieben, neu gemacht und mit dieser Energie und das hänge ich mir dann an die Wand. Und jedes Mal, wenn ich den dann lese, ah ja, ich Ja, bin weil wir genauso, dürfen. wie ich bin, da kommt der Fokus drauf, weil die Energie folgt dem Fokus, das wissen wir ja auch. So ist es, genau, weil Genau. alles, was wir sehen und wenn das dann schön gegossen wird,
nämlich mit viel toller, positiver Energie, ja, dann wächst es, genau. Ja. Und, erzähl mal von dir. Wie machst ja, du das also mit deinen Webseiten genau? ich denke, Energie ist das Wichtigste, was wir haben. Es ist total wichtig, in der Energie zu sein. Ich liebe es, Frauen ihre Webseite so zu gestalten, dass die richtig happy sind und immer ganz stolz ihre Webseite, den Link weitergeben. Und keine Webseite ist wie die andere. Und ich stelle auch gerne die Frau eben in den Fokus, im Header gleich. Da gibt es auch so eine kleine Geschichte dazu, dass das wichtig ist, dass man Augen sieht im Header, weil A erzeugt es Aufmerksamkeit und B ist es so, dass das früher überlebenswichtig war in der Steinzeit. Da war es nämlich so, wenn man alleine, konnte man kein Feuer betreuen und alleine konnte man keinen Mammut fangen. Deswegen war das zum Überleben total wichtig, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft zu sein. Ja. Und deswegen, ich finde es auch wichtig, dass man weiß, wenn man Webseitenbesucher ist, ja, wer steht denn dahinter? Keiner hat Lust, mit Maschinen zu reden, sondern es sollte einfach die Persönlichkeit von der Unternehmerin einfach zeigen. Ja, das und ist ich finde, die Zeit ist gekommen, dass wir Frauen uns einfach auch mal sichtbar machen sollten. Und ich helfe dazu, den Frauen wirklich sichtbar zu werden. Ich habe nämlich auch Suchmaschinen. Optimierungs-, also SEO heißt es, ja. Kenntnisse, und die wende ich dann auch an, und es macht mir einfach Spaß, mit Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten, die einfach die Vision haben, die wissen, was sie wollen, und genau, und dann Es gibt so viele Frauen mit so viel wunderbaren Ideen und Visionen und Träume, und irgendwie trauen sie sich noch nicht so richtig, da für sich loszugehen. Dann kommt wieder dieser Döspaddel-Stimme im Kopf, die dann da sagt, warum das nicht funktioniert. Nee, Schöpferin sein, bewusst darauf hinarbeiten, diese ganzen Limitierungen beiseite, neu formulieren, neu machen. Und wir können das. Wir brauchen diese neuen Ideen. Und das kann ja nur diese eine Frau, kann das so machen, mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrer Leidenschaft dazu, wie sie. Ich könnte die Webseiten, die du jetzt machst, würden bei mir ja ganz anders aussehen. Ja. Wie bei dir. Weil ich So ja ist ganz es. andere, ich bin ja ein ganz anderer Mensch, mit einem ganz anderen Background, mit einem ganz anderen So Fühlen, ist es, Denken, genau. Machen, Tun. Drum Ja. ist es so wichtig, dass jede Einzelne mit ihrem Herzensbusiness, was auch immer es ist, nach draußen geht. Ja, Da möchte und ich das ist unterstützen. aber auch so jetzt gerade im Webdesign, es ist so, da kann man wirklich Stunde um Stunde verbringen, wenn man das jetzt nicht gelernt hat. Und dann ist das Ergebnis immer noch nicht so, wie man es eigentlich will. Und ich finde, jeder sollte auch das machen, wo wirklich seine Talente liegen, wo ihre Talente liegen. Ja. Weil so kommt man in die Fülle, so kommt man weiter. Weil wenn man zum Beispiel jetzt Webdesign macht und dann denkt man sich, oh, ich kann das nicht. Ja, natürlich kannst du das nicht. Du hast das nicht gelernt. Woher sollte es kommen? Und dann kommt man, es gibt dann immer manchmal so Frauen, die blockieren sich dann einfach selber, wollen alles alleine machen, weil sie das gewohnt sind. Sie müssen alles alleine machen. Nein, das müssen wir nicht. Eben, durfte ich auch lernen. Ich war auch mal lange Zeit der Meinung, ich muss alles alleine machen, weil ich bin ja schließlich groß und ich kann ja das schließlich. Ja. Aber dann seit Corona ist diese Face-to-Face-Coaching war ja nicht mehr gefragt. Dann musste ich mich umstellen auf diese Online-Geschichte. Ich durfte Programme lernen, ich durfte mich mit Technik auseinandersetzen, und klar hätte ich jetzt das mit Mühe und viel Schweiß und wahrscheinlich auch Tränen mir irgendwie selber beibringen können, aber warum denn? Wieso soll ich denn diese Schwere und diesen Frust mir einladen, Ja. wenn ich mir Hilfe holen kann von jemand, der das mit Freude und mit Leichtigkeit macht? Ja, und das ist ja auch so, wir dürfen in uns investieren, weil so kommt unsere Talente genau bei denen an, die das brauchen und die das wollen.
Und jeder hat seine Zielgruppe. Also es gibt ja viele Webdesigner zum Beispiel und jeder hat seine Kunden, die genau zu ihm passen. Also ich liebe meine Kundinnen. Ich verbringe auch immer total gerne Zeit mit denen und ich finde es auch immer toll, was dann einfach rauskommt. Das macht Das mich können dann wir auch auch. immer total happy und stolz. Ja, Coaches genau. gibt es auch jede Menge, aber das mit meiner Leidenschaft, mit meiner Idee, mit meiner Vision kommen Menschen, die das genau anspricht. Und so muss es sein. So Ja. muss es sein. Also auch dieses Konkurrenzdenken, das dürfen wir ablegen. Ja. Wir sind alle groß, wir sind alle wunderbare Wesen. Da gibt es niemanden, der schlechter oder besser ist. So ist Ja, es. die Handlungen sind zum Teil, ja, können wir dann schon sagen, ja, die Handlung finde ich jetzt blöd, was du da machst. Aber das Wesen dahinter ist und bleibt ein licht- und liebevolles, schöpferisches, großes Wesen. Das ist so. Ja, ich denke auch ehrlich gesagt, je mehr Energie wir an einem Tag haben, desto bessere Entscheidungen treffen wir auch. Und desto bessere Dinge tun wir auch. Und ich möchte auch immer auf die Webseite zum Beispiel auch Bilder bringen, wo halt einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, Power haben. Weil, ja, also 0815 kann jeder, sag ich mal, ja. Oder ja, gibt es viel zu oft, sag ich mal. Und die Menschen, die zu dir kommen, sind ja alle nicht 0815. Das Nee, sind ja keiner ist alle artige 0815. Geschöpfe. Ja, das darf alles nach draußen. Unbedingt. Unbedingt. Ja, wie schön. Finde ich auch. Ja, danke für den Austausch, Katja. Ich danke dir. Was ist Wie denn heißt denn deine dein Webseite? Abschluss? Meine Webseite heißt machdichgroß.com. Sehr schön, wow, ganz, ganz Und tolle es gibt auch Domain. einen YouTube-Kanal unter meinem Namen Katja Hengstler. Da sind ein paar Übungen drin. Da ist auch meine Impuls-Speech drauf von Düsseldorf, vom Inspiration Day. Mit dieser Botschaft eben, mach dich groß, kreiere dein Leben aus dem Herzen. Und dieses Jahr werde ich auf mehreren Bühnen zu sehen sein. Ach, schön, das Ja. freut mich, dass du unsere Welt so bereicherst mit deinen Talenten. Ja. Das kann ich Ja, und nur ich bin Daniela, bestätigen. Ja. Webdesignerin, ganzheitliche Webdesignerin und ganzheitliches -design.de. Könnt ihr einfach mal schauen, was ich bisher so kreiert habe. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch immer eine hohe Energie und ja, und viel Freude. Viel Kreiert Liebe und Freude. euer Leben aus dem Herzen. Genau. Genau, Wie ich. du kannst das. Du kannst das. Unbedingt. Vielen Dank, Tschüss. Daniela.